Herzlich willkommen zu dem Webinar für Change Requests, wie wir den Doku-Performer für Change Requests und Projekte nutzen können. Ich freue mich sehr, dass Sie sich eingeschaltet haben und für unser Tool interessieren und besser verstehen wollen, wie man den Doku-Performer eben in diesem Zusammenhang nutzen kann. Schauen wir uns jetzt an, was eigentlich für Change Requests bzw. Projekte das Ganze bedeutet. Hier einfach mal ganz grob und sehr vereinfacht natürlich dargestellt. Es gibt natürlich immer einen Projektlebenszyklus, beziehungsweise auch Change Requests durchlaufen diesen Zyklus ja in einer gewissen Art und Weise. Das heißt, am Anfang, wenn ich einen Change Request bekomme oder ein Projekt, dann muss ich in der Regel Analysen machen. Vielleicht gibt es auch ein Vorprojekt, wo ich dann eben im Detail verstehen muss, was eigentlich die Anforderung ist, aber eben auch verstehen muss, was wird eigentlich davon dann betroffen sein? In welche Richtung wird die Änderung gehen? Gibt es vielleicht andere Applikationen, die abhängig sind? All diese Informationen sind natürlich Teil der Analysephase, um dann eben eine gute Aufwandschätzung machen zu können, um zu verstehen, wie dann das zukünftige Design entstehen soll. Und das ist natürlich zum Teil sehr, sehr aufwendig. Ja. Vielleicht sind die Systeme, haben die einen unterschiedlichen Stand. Das schauen wir uns dann nochmal gleich mit praktischen Beispielen an, wie da der Doku-Performer entsprechend unterstützen kann. Genau, dann nach der Analyse erstelle ich in der Regel ein Design. Dieses wird dann natürlich implementiert. Und dann entsprechend auch wieder getestet. Auch bei dem Test gibt es natürlich viele Aspekte, die relevant sind. Das heißt also, wenn ich jetzt dann eben nachvollziehen muss, wie die Daten durch das System laufen, ob es da auch wieder Abhängigkeiten gibt, wann Sachen geändert worden sind. All diese Informationen, die dann halt zu den Objekten spezifisch sind, werden dann wiederum auch im Test relevant. Dann deploy ich das Ganze natürlich. Vielleicht gibt es dann nochmal Nacharbeiten, muss ich irgendwelche Prozessketten einplanen. Auch da wieder ist es natürlich besonders wichtig zu verstehen, was eben für diese Objekte relevant ist. Also nicht nur die Abhängigkeiten, sondern eben auch, was dann der Entwickler damals sich dabei gedacht hat bei den Objekten und eben vielleicht auch schon hoffentlich eine entsprechende Anleitung oder Hinweise gegeben hat, was in der Implementierung und dann bei dem Deployment passieren soll. Und dann habe ich natürlich eine Hypercare-Phase oder eine Care-Phase, wo dann die Themen entsprechend ja, betrieben werden und dann halt natürlich, wenn Fehler auftauchen, müssen diese dann auch korrigiert werden. Genau. Wenn wir jetzt das Ganze auf den Doku-Performer mappen und uns mal versuchen, ganz grob zu überlegen, in welcher Phase welche Einsparung möglich ist, dann gibt es natürlich, ich sag mal, 3 bis 4 Phasen, wo die Einsparung besonders intensiv ist. Das Ganze ist eben in der Analysephase. Da werden wir uns, wie gesagt, die meisten Funktionen gleich nochmal anschauen. In der Bildphase ist es natürlich auch relevant, insofern, je nachdem, wenn man dann zum Beispiel die Modellierung verwendet oder eben auch die Übersetzungsmöglichkeiten. Aber natürlich auch, wenn ich dann diese Informationen aus den kommentierten Objekten habe, helfen die mir natürlich auch, die entsprechende Umsetzung besser durchzuführen und spart mir dann natürlich im Nachhinein auch Aufwand. Genau, und dann Support, auch da werden wir uns dann einige Funktionen anschauen. Genau, ich schlage dann vor, dass wir dann jetzt tatsächlich auch abspringen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal in den Doku-Performer und schauen uns an, was wir mit dem Doku-Performer machen können. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt im Doku-Performer? Wie gesagt, ich kann hier natürlich mit den Objekten arbeiten. Ich habe es jetzt gerade auch schon angesprochen. Ich kann natürlich Zusatzinformationen zu den Objekten hinterlegen. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel eine Query nehme und hier sieht man immer, es gibt diese kleinen Sprechblasen, die in unserem Testsystem hier jetzt schon mal vorhanden sind, wo ich dann mir die Kommentare zum Beispiel anzeigen kann. Also das sind jetzt die Informationen, die zusätzlich zu den Inhalten hier entsprechend hinterlegt sind für die Query, so dass man hier auch dann eben relativ einfach herausfinden kann, was dort an relevanten Informationen noch vorhanden ist. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel, okay, da ist jetzt die Objectives sind hinterlegt. Ich verstehe eben, wofür die Query verwendet worden ist. Ich kann hier vielleicht noch mal eine Art Business-Überblick geben. Ich kann hier vielleicht auch noch mal generelle Informationen bezüglich Verantwortlichkeiten hinterlegen. Ich kann jetzt eben all diese Zusatzinformationen dann natürlich verwenden, die mir dann später sowohl für die Fachabteilung, für entsprechende Dokumente, die ich dann generiere, aber eben auch für die Erzeugung ja, eines Manuals für zum Beispiel die IT-Abteilung oder eben für den Betriebsrat auch relevante Informationen geben können.
Das Ganze kann ich dann relativ einfach kombinieren, dass ich das auch mal zeige. Ich kann das jetzt dann eben ausgeben. Ich kann hier sagen, okay, die Kommentare sollen mit eingefügt werden. Ich möchte auch unter Umständen einen Datenfluss sehen. Soll es ein Dokument erstellt werden, auch wenn ich hier jetzt mehrere Elemente selektiere, könnte ich natürlich alles nur in ein Dokument ausgeben und damit dann eben für die Leute entsprechend relativ einfach zugreifbar machen. Ich gehe da jetzt nicht so detailliert drauf ein. Natürlich hat man auch die Möglichkeit, etwas, was wir Szenarien nennen, zu verwenden. Das heißt, Szenarien, das ist die Möglichkeit, eben Elemente zu gruppieren und die Zusammengehörigkeit und dann eben auch dafür zu sorgen, dass die Dokumentation am Ende natürlich in genau dieses eine Szenario-Dokument reinkommt, damit dann abzubilden. Ja, ich zeige jetzt einfach mal, wie schnell das dann geht, dass ich jetzt hier eine Dokumentation dafür erstellen kann. Das ist jetzt etwas, was dann in Echtzeit abläuft. Das heißt, das Tool geht jetzt eben gegen das SAP-System und fragt jetzt alle notwendigen Informationen ab, so dass man hier wirklich gut und Echtzeitinformationen wirklich hat, so wie es auch tatsächlich im System abgebildet ist. Ich hätte jetzt theoretisch auch sonst die Möglichkeit, natürlich direkt aus dem Produktivsystem oder aus dem Testsystem sozusagen analog die Dokumentation zu erstellen. Dies ist jetzt fertig. Das heißt, ich kann diese jetzt öffnen und kann dann auch zeigen, wie diese aussieht und dass dann dort die Inhalte natürlich entsprechend hinterlegt sind. Das heißt, hier haben wir jetzt das Dokument, das hat ein entsprechendes Template, das hat mit einem Corporate Design natürlich. Und dann habe ich hier jetzt die Informationen, eben auch natürlich die fachlichen Informationen und kann dieses dann für zum Beispiel eine Fachabteilung dann zur Verfügung stellen. Gut, das wäre jetzt natürlich nicht für eine Fachabteilung mit ABAP-Code, das brauchen die in der Regel nicht, aber kann hier eben zum Beispiel auch darstellen, wie berechnete Kennzahlen etc. abgebildet werden. Das ist jetzt eben, wie gesagt, so das ganze Thema Dokumentation. Was man natürlich eben, wie gesagt, auch nochmal berücksichtigen sollte, ist, ich kann mir Objekte, mit denen ich dann arbeite, die kann ich mir natürlich in Szenarien auch gruppieren. Das heißt, warum würde ich jetzt Szenarien einsetzen dann später in Change Requests oder Projekten? Ich könnte mir eben hier einfach ein Szenario anlegen, was zum Beispiel ein Change Request ist. Und in diesem Change Request könnte ich dann eben die Objekte hinterlegen, die für mich relevant sind. Das hat natürlich den Vorteil, dass wenn ich damit dann arbeite, mit dem Tool arbeite, kann ich erstmal auch den Change Request am Ende natürlich ganz einfach dokumentieren lassen. Das heißt, mir eben entsprechend ausgeben. Ich kann aber eben auch ja, einfach in dem Tool das natürlich als Selektion verwenden. Das heißt, ich mache das jetzt hier einfach mal. So könnte ich zum Beispiel am Ende des Tages jeweils hingehen und dann zum Beispiel die Objekte ergänzen. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich habe jetzt hier vielleicht an der Query gearbeitet, ich könnte hier auch das Änderungsdatum entsprechend filtern und könnte dann sagen, alles, was halt eben am Ende des Tages bearbeitet worden ist, ich schließe dafür die Kommentare mal, kann ich jetzt hier wieder zuordnen und dann kann ich hier eben entweder über meine letzten Szenarien, das habe ich jetzt gerade hier nicht, wenn ich jetzt hier quasi dann das Szenario entsprechend auswähle, dann kann ich das jetzt hier auch zuordnen und das kann ich jetzt dann auch beim nächsten Mal direkt machen. Das heißt, ich habe es dann in der Schnellauswahl und wie gesagt, damit kann ich dann natürlich relativ einfach alles, was jetzt zum Beispiel zu einem gewissen Change Request gehört, entsprechend sehen. Ich kann damit dann auch zum Beispiel Abhängigkeiten nochmal wieder visualisieren. Das heißt, jetzt das Element wurde hinzugefügt. Wenn ich jetzt hier in den Szenarien reingehen würde, und das mir jetzt nochmal anzeigen lasse, dann sehe ich eben, dass es dort auch hinterlegt wurde. Und wenn ich jetzt das natürlich dokumentieren lasse, dann sehe ich das auch sofort. Wie gesagt, ich habe dann natürlich die Möglichkeit, hier über die entsprechenden Spaltenauswahl mir auch nochmal die zugewiesenen Szenarien zu holen. Diese sind hier unter Custom Data. Das heißt, ich sehe hier eben die jetzt zugewiesenen Szenarien. Und habe hier halt natürlich jetzt die Möglichkeit zu sehen, okay, dieses Element wurde jetzt dort hinzugefügt. Ich kann das natürlich auch entsprechend filtern und könnte dann, wenn der Change Request live gegangen ist, könnte ich natürlich auch alle Objekte, die diesem Change Request wiederum zugeordnet waren, zum Beispiel auch eine Applikationsdokumentation zuordnen.
Das Schöne daran ist, da gehe ich jetzt aber eben, wie gesagt, nicht drauf ein, da gibt es auch entsprechend Videos, wo man sich das dann anschauen kann. Ich kann natürlich für diese Szenarien auch festlegen, wie die Objekte dort einsortiert werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier in das Szenario reingehe, dann wird man sehen, dass das Element, die Query, in die vorhandene Struktur natürlich eingebunden wird. Und ich habe dann aber auch die Möglichkeit, natürlich über Regeln festzulegen, an welche Stelle das dann auch einsortiert wird. Und genau, jetzt sieht man hier, da gibt es zum Beispiel ein Kapitel Queries und das wird dann entsprechend auch einsortiert. Wie gesagt, die Struktur kann ich natürlich auch komplett variabelfrei definieren. Ja, wie gesagt, die Informationen, die man hinterlegt, sind natürlich besonders hilfreich, weil sie mir dann halt bei der Entwicklung helfen können. Wenn ich jetzt aber hingehen möchte und zum Beispiel auch verstehen möchte, wie etwas in dem System abgebildet ist, dann kann ich das natürlich auch nochmal anders machen. Also wenn zum Beispiel eine Fragestellung lautet von der Fachabteilung, wie wird eigentlich in einer Query oder einem Multiprovider oder einem HCPR, wie werden dort die Daten abgeleitet? Was ich dann machen kann, ist, ich kann mir hier den Datenfluss anzeigen lassen. Ich habe das jetzt mal gemacht. In diesem Datenfluss, das sieht jetzt erst nochmal so aus wie auch bei SAP, habe ich natürlich jetzt zahlreiche weitere Möglichkeiten, die ich durchführen kann. Ich kann zum Beispiel mir zu den Transformationen auch dazu lesen lassen, ob und wie entsprechend Lookups vorhanden sind. Das heißt, ich würde tatsächlich verstehen, wenn in dem ABAP-Code, der dort entsprechend hinterlegt ist, ob dort auch vielleicht nochmal Lookups auf andere DSOs vorhanden sind. Genauso kann ich eben auch nochmal hingehen und mir zum Beispiel die DTP-Selektion anzeigen lassen. Das heißt, wenn die Fachabteilung eben die Frage stellt, okay, warum sehe ich jetzt zum Beispiel das Werk 3000 nicht, dann kann ich das natürlich relativ einfach dann entsprechend durchführen. Ich habe das jetzt hier schon mal vorbereitet in der Sicht und wir können uns das auch mal anschauen. Das heißt eben, wie gesagt, es ist immer noch der Multiprovider, von dem wir ausgegangen sind. Ich habe jetzt eben hier zum Beispiel die Lookups mir anzeigen lassen und sehe jetzt eben, dass auf die aktiven Records ein Lookup stattfindet. Oder eben vielleicht auch nochmal ein Lookup auf dem DSO grundsätzlich stattfindet. Und das ist jetzt wirklich eben hier in ABAP, in der Startroutine, in der entsprechenden Verarbeitung findet ein Lookup über InfoProfRead statt, auf diese entsprechenden Elemente. Ich sehe genauso eben auch die DTP-Selektion. Das heißt hier jetzt zum Beispiel die Einschränkung auf Origin und das zweite Merkmal. Ich sehe aber auch eben, okay, da gibt es nochmal vielleicht auch ABAP-Routinen, die dann Ableitungen durchführen. Ich sehe eben auch Variablen. Ich sehe, ob es in einer Prozesskette verwendet wird. Und ich sehe auch sogar die Verarbeitungspriorität. Das heißt eben, mit wie vielen parallelen Prozessen wird es bearbeitet? Welche Jobklasse hat es? Und das hilft mir auch nochmal natürlich bei Gestaltung und zu verstehen, okay, gibt es hier irgendwo besondere Prioritäten, die zu beachten sind? Und ich kann natürlich dann, wie gesagt, auch diese Fehler dann leichter finden. Ja, das heißt jetzt hier zum Beispiel, okay, warum sehe ich Werk 3000 nicht? Ja gut, klar, wenn ich das jetzt hier aus dem entsprechenden Datenfluss rausselektiere, dann könnte das natürlich genau der Grund dafür sein. Ja, das könnte natürlich auch sein, dass vielleicht dann jemand hingegangen ist und gestern Daten temporär geladen hat und vergessen hat, die entsprechende Änderung hier nochmal wieder darzustellen. Das heißt also, wie ja, dass eben zum Beispiel nur diese zwei Werke nachgeladen worden sind ja, es vergessen wurde, das wieder zurückzuändern. Genau. Jetzt in der neuen Version auch nochmal interessant zu erwähnen, gibt es auch die Möglichkeit, hier entsprechende sogenannte Data Flow Views zu verwenden. Ist auch sehr spannend. Das heißt, ich kann ja hier an den entsprechenden Sichten kann ich Veränderungen vornehmen. Das heißt, ich kann zum Beispiel jetzt einen Ast, der für mich nicht relevant ist, könnte ich jetzt auch entfernen. Das heißt, ich kann jetzt hier sagen, Exclude from View. Der wird dann tatsächlich aus der Sicht entfernt und ich habe dann eben die Möglichkeit, sozusagen mir diese Sicht abzuspeichern und ja, brauche das dann jetzt nicht immer wieder neu zu machen. Das heißt, wenn ich eben einen komplexeren Datenfluss habe, wo vielleicht sehr viele Elemente enthalten sind, dann kann ich so natürlich viel einfacher die Analyse durchführen, weil ich dann eben mir das einfach als Sicht abspeichere und dann halt das nächste Mal einfach diese aufrufe und dann von da aus direkt die Analyse durchführen kann. Ich kann hier auch natürlich die entsprechenden LSA-Ebenen noch mit einblenden. Auch das kann ich machen.
damit das nochmal klarer wird, wo die entsprechenden Elemente einsortiert sind. Ich kann das natürlich auch alles beliebig ändern. Ich kann auch da wieder Regeln hinterlegen, wie die Zuordnung zu den entsprechenden Ebenen stattfindet. Habe also hier sehr viele Möglichkeiten, das zu machen. Dann nochmal diese Frage aufgreifend, okay, was ist jetzt, wenn ich eine detailliertere Analyse machen möchte? Das kann ich hier zum Beispiel machen in der Tree View. Ja, wenn ich dann jetzt also die Sicht einfach ändere, dann habe ich nach wie vor alle Informationen, die ich vorher auch hatte, also bezüglich den ABAP-Scan, bezüglich dem Filter, bezüglich der Prozessketten. Die Prozessketten brauche ich jetzt nicht, das schmeiße ich jetzt einfach mal raus. Und dann kann ich hier eine sogenannte Info-Object-Mapping-Analyse durchführen. Das heißt, für alle Merkmale, die in diesem Multiprovider vorhanden sind, kann ich mir jetzt im Detail anzeigen lassen, wie das Mapping durchgeführt wird. Das heißt, hier, was ich jetzt gemacht habe, ist für Kalendertag, sehe ich eben, dass in dem Multiprovider das Mapping aus genau diesen drei Cubes passiert. Ich sehe aber eben auch, okay, hier sind 1:1-Zuordnungen. Hier sind aber eben, hier wird es aus dem Änderungsdatum, aus dem 2-List Accounting Data Source geladen. Und ich sehe aber eben vielleicht auch, okay, hier Änderungsdatum, ob das dann vielleicht anders ist. Wenn es jetzt zum Beispiel irgendwo das Belegdatum gewesen wäre, dann hätte ich das natürlich hier auch sehen können und damit dann relativ einfach den Unterschied feststellen können. Ich sehe auch, wenn Routinen verwendet werden, ich kann mir diese Routinen sogar auch entsprechend im Source Code anzeigen lassen. Ich kann theoretisch, wenn ich will, in Eclipse auf das entsprechende Objekt abspringen, um dann mir das anzuschauen. Habe also relativ einfach die Möglichkeit, eben die Analyse vorzunehmen, um dann besser zu verstehen und der Fachabteilung zu erklären, wie sie das, ja, was da eigentlich passiert in dem entsprechenden Datenfluss und kann natürlich auch besser selber entscheiden, wo ich dann genauer reinschauen muss. Was kann ich noch machen? Was ist eine häufige Anforderung in Change Requests? Ich muss zum Beispiel verstehen, wie die Kennzahlen auf den entsprechenden Berichten beziehungsweise Datenquellen definiert ist. Und was ich hier machen kann, ist, ich kann mir eben einen Multiprovider, einen HCPR aussuchen und mir für diesen gesamten HCPR und allen dort da drauf definierten Queries anzeigen lassen, welche Kennzahlen es gibt. Und ich kann natürlich hier, ich sehe sogar auch, wie die Berechnungslogik ist, beziehungsweise wenn vorhanden auch Selektionslogiken und kann diese jetzt natürlich relativ einfach untereinander vergleichen. Das heißt, wenn ich jetzt eben sagen würde, okay, wie ist jetzt eigentlich die Open Quantity zum Beispiel definiert? Ach so, okay, die sollte natürlich, wenn es in der Regel Open Quantity heißt, dann auch gleich definiert sein. Jetzt sehe ich aber, dass in der Regel hier eine Kennzahl direkt verwendet wird und nur hier das eine Mal wird anscheinend eine Selektion verwendet, eine eingeschränkte Kennzahl. Und da ist natürlich jetzt die Frage, okay, warum ist das so? Müsste ich da vielleicht nochmal hingehen und eine Anpassung vornehmen, weil das ja eben quasi fehlerhaft ist und eigentlich müsste das Open Quantity Current Month heißen, weil die anderen eben tatsächlich einen anderen Wert anzeigen. Ich habe natürlich die Möglichkeit, sehr komplexe Where-Used-Analysen zu machen. Das heißt also, häufig geht es ja bei Change Requests und Projekten darum, irgendeine Änderung vorzunehmen. Ja? Es werden Sachen ergänzt, es werden nochmal Datenmodelle angepasst, es werden vielleicht Kennzahlen oder Merkmale geändert. Und dann ist die Frage, werden diese eigentlich irgendwo verwendet? Und natürlich ist das erste und einfachste auch der Verwendungsnachweis in SAP, so wie man das hier jetzt auch sehen könnte. Das heißt, man sieht eben, okay, was sind halt meine BW-Objekte, wo es irgendwo verwendet wird? Okay, das ist noch relativ einfach. Aber was wir eben auch machen können, ist, wir suchen auch tatsächlich alle Transformationen und alle ABAP-Codings. Das kann man natürlich beliebig einstellen und würde dann hier tatsächlich sehen, okay, der Kalendertag sieht man hier eben auch vorgeblendet oder als Vorschau den entsprechenden ABAP-Code, wie das dort verwendet wird. Und man kann dann natürlich hier nochmal prüfen, okay, ist da jetzt eine Auswirkung, die mich betrifft? Muss ich das nochmal berücksichtigen, obwohl ich vielleicht nicht diese direkte Abhängigkeit dann auch gesehen habe? Was ich natürlich auch machen kann, ist Namenskonventionen hinterlegen. Gerade Projekte, wenn man halt startet, in der Regel dann auch häufig mit externer Unterstützung das Ganze vorgenommen wird, ist es natürlich so, dass es nicht immer ganz einfach ist, sich an die Namenskonventionen zu halten. Ja, das heißt, das stellt man auch in der Regel sehr spät fest. Man hat hier natürlich dann die Möglichkeit, die Namenskonventionen komplett zu hinterlegen, für jeden Typ natürlich spezifisch. Ich kann auch die Prüfung dann am Ende für alle Objekte in einem Rutsch machen. Und kann damit dann natürlich eben gucken, ob die Elemente hier meiner Namenskonvention entsprechen oder nicht. Was kann ich noch machen? Ich kann natürlich
hier bei den entsprechenden ABAP-Scans auch vorgehen. Ja, ich kann jetzt also prüfen und sagen, wo ist zum Beispiel nochmal ein Breakpoint enthalten? Ja, das heißt, ist meine Entwicklung eigentlich wirklich auch frei von Breakpoints? Natürlich kann ich genauso auch nach Strings suchen, die vielleicht relevant sind. Es könnte vielleicht eine Prozentzahl sein, die irgendwo mal in den Transformationen und ABAP-Logiken hart hinterlegt worden ist oder ein bestimmtes Konto oder eine bestimmte Company oder ähnliche Sachen. Die kann ich dann natürlich hier suchen und kann dann eben relativ einfach feststellen, okay, natürlich darf der Breakpoint nicht sein, gerade wenn das im Produktivsystem wäre, kann es dann zu kompletten Systemstillstand führen, wenn dann eben die unter Umständen der Log vollgeschrieben wird und dann ein Laufwerksverzeichnis dann auch noch am Ende voll ist. Ja, das kann dann eben auch zu größeren Problemen führen. Genau, ich kann das gleiche aber eben auch zum Beispiel für ein Select Single machen oder wie gesagt auch für andere Elemente, sehe dann eben, wo hier die Verwendungen sind. Eben auch wieder, wie gesagt, in der Vorschau, was eigentlich das Statement ist, kann eben schon mal grob beurteilen, ob das für mich relevant ist oder nicht und dann entsprechend darauf reagieren. Genau, ich kann dann eben, da gehe ich nur schnell durch, ich kann dann hier auch zum Beispiel schauen, bei den Abhängigkeitsanalysen, wann wurden die Objekte das letzte Mal verwendet und auch das letzte Mal beladen. Das heißt, brauche ich die Cubes noch? Ist das eigentlich relevant? Das kann ich natürlich auch im Produktivsystem machen, um damit dann auch wirklich einfach zu verstehen, ja, wie die Abhängigkeiten da sind und ob ich das noch benötige. Die CDS-Views hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Ich habe ja auch die Möglichkeit, mit den Layern zu arbeiten. Sehe jetzt hier eben wirklich aus den CDS-Views die generierten Informationen, wie die Zusammenhänge sind. Sehe jetzt hier eben die Query, die wir erstellt haben, aus welchen Tabellen diese dann zusammengetragen werden, welche Zwischenelemente vorhanden sind. Das hilft mir natürlich auch wieder alles bei dem besseren Verständnis, wie die Elemente hintereinander liegen. Jetzt hatten wir uns ja die Namenskonvention schon angeschaut. Was man natürlich auch machen kann, ist, ich kann mir das Ganze auch direkt für einen Transport anzeigen lassen. Das heißt, wenn ich jetzt eben hingehe und dann zum Beispiel prüfen wollen würde, ob die Elemente dann auch tatsächlich dokumentiert worden sind, dann kann ich hier eben mir anzeigen lassen, wann das letzte Kommentierungsdatum durchgeführt worden ist. Das heißt, ich sehe eben, okay, das Objekt wurde angepasst. Jetzt versuchen wir auch noch in der nächsten Version nochmal auch das Änderungsdatum mit einzublenden, dass man das hier auch direkt vergleichen kann. Und sehe dann eben sofort, okay, das Objekt, das ist ja viel zu lange her, dass es geändert worden sind. Ich sehe hier natürlich auch entsprechend auch die Query-Elemente aufgelöst nach den entsprechenden Namen. Das ist ja sonst auch immer etwas komplizierter. Ich sehe eben, dass hier eine Query oder eine eine berechnete Kennzahl auf dem Transportauftrag vorhanden ist. Und ich kann natürlich auch wieder die Namenskonventionsprüfung durchführen, um dann sofort zu beurteilen, hey, den Transport, den können wir gar nicht freigeben. Da muss ich nochmal mit der Lieferanten sprechen. Da muss es nochmal Anpassungen geben, weil die Elemente hier alle außerhalb der Namenskonvention sind und deshalb nochmal angepasst werden müssen. Was ich auch noch machen kann, ist, bevor ich ja natürlich überhaupt mit dem Change Request starte, kann ich auch noch mal einen kompletten Systemabgleich durchführen. Das heißt, hier habe ich jetzt einfach mal zwei Systeme genommen. Ich kann das hier für all diese Elemente dann durchführen und kann hier eben mir anzeigen lassen, wie zum Beispiel die Queries auf den zwei verschiedenen Systemen im Vergleich sind. Ich sehe, welche nur auf dem einen, welche auf dem anderen sind. Ich sehe aber eben auch, welche auf beiden Systemen sind. Das heißt, in dem Fall zum Beispiel Produktiv- und Testsystem kann mir jetzt hier nochmal auch die Highlights aktivieren. Das heißt, nur bei unterschiedlichen Ausprägungen. Dann könnte ich mir zum Beispiel jetzt hier das anzeigen lassen. Ich kann das dann auch nochmal runterfiltern und könnte dann jetzt eben auch nochmal hingehen und mir für ein Detail, wenn ich jetzt hier eben sehe, okay, der technische Name ist gleich, aber die UID ist anders. Das dürfte ja eigentlich nicht sein. Das heißt, das spricht dafür, dass ein Löschauftrag nicht richtig transportiert worden ist oder ich das Element sozusagen mal gelöscht und einfach neu angelegt habe auf dem System direkt und dann eben sozusagen eine doppelte technischer Name vorhanden ist. Ich könnte natürlich jetzt hingehen und dann eben wirklich auch anzeigen lassen, was ist denn jetzt dann der Unterschied? Ja, das habe ich hier jetzt auch mal gemacht und kann eben sehen, okay, anscheinend sind hier zum Beispiel Merkmale unterschiedlich. Ich würde auch sehen, wenn hier Elemente vorhanden wären, die zum Beispiel im Produktivsystem nicht sind. Also wenn zum Beispiel extra Navigationsattribute da wären oder eine Variable, die vorher nicht da war. All diese Elemente würde ich hier natürlich auch dann sofort sehen können.
und damit dann beurteilen können, ob dann jetzt diese Änderung kritisch ist und ich darauf reagieren muss. Also hier sieht man jetzt zum Beispiel, okay, dass die Namen der entsprechenden Infoobjekte einfach unterschiedlich sind. Product Name 1 und hier Product Description. Hier ist eben die Ausprägung des Stammdatums anders, 11.08 bzw. 2.22. Und damit kann ich das natürlich dann auch entsprechend ja, berücksichtigen. Was natürlich auch immer wieder vorkommt, ist natürlich, dass ich mir Übersichten erstellen möchte zu bestimmten Themen. Das heißt also, wenn ich jetzt hier mir zum Beispiel einen Überblick verschaffen möchte über die vorhandenen Queries. Das heißt, ich bekomme eine Anforderung, eine neue Query zu erstellen oder ja, möchte dann eben verstehen, okay, gibt es jetzt eigentlich eine Query, die vielleicht schon ähnliche Sachen macht, dann kann ich eben für einen bestimmten Multiprovider oder für einen bestimmten Infoprovider, also auch HCPR etc., kann ich jetzt diese Funktion laufen lassen und kann mir dann Queries vergleichen lassen. Also ich sehe jetzt hier eben alle Multiprovider-Merkmale, die vorhanden sind und kann mir jetzt eben anzeigen lassen, ob und wie dann die entsprechende Query die Merkmale verwendet. Das heißt, hier sieht man zum Beispiel, okay, wenn ich jetzt verstehen will, wo kann ich zum Beispiel nach einem freien Merkmal analysieren, dann kann ich das natürlich auch pivotieren, diese Tabelle, und könnte dann jetzt eben hier zum Beispiel eine Selektion machen und verstehen, ja, wo geht das denn jetzt eigentlich für zum Beispiel den Kalendertag, wo kann ich das machen? Dann kann ich hier Free Characteristics anwählen und sehe eben genau in diesen zwei Queries kann ich eben die Analyse nach dem freien Charakteristikum, freien Merkmal Kalendertag machen und damit dann natürlich viel einfacher arbeiten. Das heißt, es kann sowohl für die Fachabteilung natürlich interessant sein, damit man nicht den Überblick verliert, wenn man vielleicht 20, 30, 50, 100 Queries hat oder vielleicht auch selbst erstellte Queries, wenn die Fachabteilung selber auch Queries erstellen darf im entsprechenden System, um dann zu verstehen, ja, wie etwas verwendet wird. Und ich kann natürlich aber auch wiederum für Change Requests auch wieder eine Abschätzung vornehmen. Ja, das heißt, ich sehe jetzt eben hier, aha, bestimmte Merkmale werden ja gar nicht verwendet. Ja, die werden in keiner Query angezeigt. Ich könnte dann jetzt nochmal hingehen und einen entsprechenden Verwendungsnachweis machen, eine Where-Used-Analyse und wäre damit dann schon relativ sicher, dass dann das Merkmal tatsächlich nicht verwendet wird und könnte es dann vielleicht auch löschen oder entsprechend, ja, wie gesagt, bei meinem Design dann berücksichtigen. Was ich auch noch machen kann, ist, wir hatten das ja vorhin kurz angesprochen, das Data Lineage. Das heißt, wenn ich jetzt hier eben hingehe und mir für genau diesen Datenfluss, den wir uns vorhin auch angeschaut haben, mir zum Beispiel anzeigen lassen möchte, wie die Mappings vorhanden sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier hinspringe, dann sehe ich eben in der Übersicht, wie die Elemente verwendet werden. Das heißt, ich sehe eben, wie der Kalendertag gemappt ist. Ich sehe, dass er eben fünfmal gemappt ist aus fünf verschiedenen Quellen. Hier eben direkt und einmal auch über eine Routine aus dem entsprechenden Quell-DSO und sehe eben hier auch in der Übersicht, welches Feld in welcher Data Source verwendet wird. Das hat natürlich auch nochmal Vorteile, das halt in der Übersicht zu sehen. Ich sehe hier auch gleich, wenn es Konstanten sind oder eben, wie gesagt, wie die Mappings erfolgen. Ich kann mir das Ganze dann auch nochmal auf jeder Ebene mit anzeigen lassen. Das heißt also nicht nur Start zu Ende, also sozusagen, wohin ist das Ziel, wohin es gemappt wird, sondern eben auch alle Zwischenstufen. Das heißt, ich sehe hier jetzt zum Beispiel die entsprechenden Mappings, und wenn ich jetzt hier mal von rechts anfange, dann sehe ich eben die Data Source, okay, diese kommt, wird aus diesen Feldern gemappt, wird dann in diese DSOs geschrieben, diese DSOs werden dann wiederum gemappt in diese DSOs, das ist dann das Level 2 und so weiter. Und all diese Informationen kann ich dann natürlich mir auch anzeigen lassen. Ja, ich kann aber eben auch umgekehrt sehen, okay, wird vielleicht woanders auch nochmal der Kalendertag aus diesem DSO verwendet? Ja, das sehe ich dann auch. Ach so, ja, FiskPair wird nochmal abgeleitet. Und kann das natürlich dann auch nochmal eben viel besser verstehen, was da für Abhängigkeiten vorhanden sind. Wenn Sie jetzt natürlich das sich hier so angeschaut haben und gedacht haben, ja, das sieht ja auch ganz interessant aus, dann können wir Sie nur ermutigen, das auch selber für sich nochmal rauszufinden. Wenn Sie Projekte eben etwas einfacher machen wollen und auch Change Request Bearbeitung sich vereinfachen wollen, dann sprechen Sie mit uns. Wir bieten in der Regel 60 Tage Testzeiträume an mit der voll funktionsfähigen Software. Das heißt, wir können hier, Sie können eben wirklich alle Elemente so auch schon nutzen.
Sie haben auch die Möglichkeit, die existierenden Lizenzen bereits zu erweitern. Das heißt, wenn Sie sagen, ach so, ja, ich habe ja schon eigentlich was im Einsatz, aber das Data Lineage finde ich nochmal interessant, dann können Sie das natürlich auch gerne machen. Das heißt, hier einfach uns Bescheid geben. Wir würden Ihnen das dann freischalten, machen dann gerne auch nochmal einen Termin. Und das Allerwichtigste ist natürlich, ja, sprechen Sie mit uns, auch wenn Sie eben vielleicht Probleme haben oder Herausforderungen, wo Sie sagen, Mensch, da gibt es jetzt noch nichts dafür. Wir haben, das wäre jetzt nicht das erste Mal, dass wir was nachentwickeln und eben auch dann zur Verfügung stellen. Also viele Sachen, die Sie hier sehen, sind tatsächlich eben auch partnerschaftlich mit Unternehmen entwickelt worden. Und so hat man halt die Möglichkeit, natürlich dann immer mehr abzudecken. Ja, was wir natürlich auch anbieten, ist neben den individuellen Webinaren dann auch die Möglichkeit, einen On-Site-Workshop durchzuführen. Also auch das, die Möglichkeit besteht. Dann können wir uns vielleicht einen halben Tag oder auch 2, 3 Stunden oder eben auch einen ganzen Tag Zeit nehmen, um die Fälle bei Ihnen sich mal konkret anzuschauen. Genau, dann vielen Dank nochmal und ein schönes Pfingstwochenende.